Ja, ist natürlich eine absolut geile Stimmung hier an der Strecke. Also ich glaube, das erlebt man nicht so oft in Deutschland. Ja, auch die Stimmung war der Hammer. Also die Zuschauer, also wenn man es von den Bahnwettkämpfen her kennt, ist es hier einfach der Hammer gewesen. Das Wetter war super und die Strecke ist zwar hart, aber es war schön. Es war sehr schnell dieses Jahr. Es war wirklich von Anfang an ein richtig hohes Tempo. Es war eigentlich ein Tempo-Diktat und dementsprechend hat es sich auch angefühlt. Aber ja, es tat halt, wie gesagt, ein bisschen mehr weh, war dann natürlich auch schneller. Das Publikum war super, es war wahnsinnig laut in der Stadt und die Drummer haben auch ihre Arbeit super getan. Ja, also ich fand es wieder toll. Es war letztes Jahr toll, es war dieses Jahr toll, es wird auch nächstes Jahr, denke ich, wieder toll. Und wie hast du die Strecke erlebt heute? Zu lang, das ist natürlich eindeutig. Und die Zuschauer? War Hammer, besonders in der Altstadt und ich hatte ein paar Probleme am Berg, also da war Alina richtig stark. Dafür lagen mir eher so die Bergabpassagen, aber es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und ich komme nächstes Jahr gerne wieder. Silvesterlauf-Siegerin 2013. Ja, schön.